Jeder kann seine Meinung haben, aber beleidigt nicht irgendwelche Mütter. Meine Mutter betet 5-mal am Tag und soll ich von irgend so einem kleinen Junkie, der von jemandem, der Köter ist, der Schoßhund, sobald irgendwas ist, direkt anfangen zu bellen? Das ist nicht mein Niveau. Ich lasse mich auch nicht darauf herab. Wenn jemand was mit mir zu klären hat, er soll auf mich zukommen, okay? Jeder hat meine Nummer, jeder soll mich anrufen. Arafat hat mich die letzten 2 Tage angerufen. Beim ersten Tag bin ich dran, ich habe mit ihm telefoniert. Nabil, wie kannst du das zulassen? Ich bin ein bisschen enttäuscht von dir. Meinungsverschiedenheiten, wir haben uns ausgetauscht. Das Thema einfach alle mal beendet. Okay? Kein Problem. Die nächsten Tage hat er mich die ganze Zeit versucht anzurufen. Ich bin nicht reingegangen. Warum bin ich nicht reingegangen? Weil ich nicht wusste, wie Barello reagieren wird. Wird er mit ihm live gehen? Wird er nicht mit ihm live gehen? Weiß ich nicht. Werde ich mein Wort geben und mein Wort brechen? Mache ich nicht. Deswegen, am Ende des Tages, Bushido wollte nicht mit dem live. Das Thema ist vorbei. Bushido wollte nicht mehr mit ihm live, weil er keinen Bock hatte auf diesen Fotzen Kindergarten-Scheiß. Okay? Er hat sich auf unser Wort verlassen, er wollte uns einen Gefallen damit tun, er wollte mit ihm live gehen, er wollte in die Plattform reden, egal wie die versuchen, Bushido klein zu reden. Bushido hat die alle gemacht. Ohne Bushido gäbe es kein Arafat. Ohne Bushido gäbe es heute kein Barello mit der Reichweite. Weil Arafat redet ja davon, dass er Barello gemacht hat. Okay, er redet davon, dass er Barello gemacht hat. Was wäre dann Bushido ohne Arafat? Würde ihn jemand kennen? Nein. Und jetzt setzen sie sich heute hin in ihre Millionenhäuser, was der ihn finanziert hat. Am Ende des Tages, das Leben ist ein Geben und Nehmen. Wenn wir sachlich und korrekt reden. Okay, die haben eine schöne Zeit miteinander gehabt. Die gehen getrennte Wege. Es sind erwachsene Leute. Es wird vor Gericht geklärt. Klärt das doch. Aber sich heute hinsetzen und versuchen, auf ihn loszugehen, das ist nicht korrekt. Okay? Es sind erwachsene Leute, die haben Familien, die haben Frauen, die haben Kinder zu Hause. Jeder soll seine Fresse halten, das ist okay. Aber dass irgendwelche kleinen Junkie-Kinder aus Berlin, die nichts zu fressen haben, die jeden Tag hier sitzen und bitte jetzt eine Rose und bitte dies und versuchen, mir einen auf Mann zu machen. Auf sowas lasse ich mich herab. Ich bin der Idiot, dass ich da reingegangen bin und mich beleidigen lassen habe. Ich bin dumm, aber ich bin auch ein emotionaler Mensch. Vielleicht labere ich gerade auch ein bisschen scheiße, aber ich rede Tatsachen. Und ich werde auf die Themen nicht eingehen. Und bei Allah, sollten die anfangen, über mich zu reden, ich werde die ganze Wahrheit auspacken. Ich werde mal ein bisschen ein paar Einblicke den Leuten geben, wie es hinter den Kulissen aussieht für Barello. Am Ende des Tages, Barello ist ein kleiner Junge für mich. Der Junge ist 23 Jahre alt, er hat noch nie das Leben gesehen. Er kennt nur sein Wohnzimmer. Ich habe den Jungen mein Herz geschlossen, deswegen habe ich das für ihn gemacht. Ich mag den Jungen, ich habe den Jungen mein Herz geschlossen. Ich habe mich auf sein Wort verlassen. Der Junge geht nach Hause, er setzt sich hin. Ich liebe Arafat und ich mache dies, ich mag das. Es mag sein, der Junge ist ein dankbarer Mensch, der Junge ist ein loyaler Mensch. Aber er wollte nicht mit Bushido live gehen, weil er... Der wollte nicht mit Bushido live gehen, um Arafat zu hintergehen. Im Gegenteil, der wollte mit ihnen live gehen, sich mit denen unterhalten. Er wollte den Leuten Content bieten. Das verstehen die aber alle nicht. Das sind Bauer in meinen Augen. Die verstehen diese Social-Media-Welt nicht. Das sind einfach richtige Bauer, die zu Hause sitzen, die in einer Hierarchie leben, die denken, die können jeden erniedrigen, unterdrücken oder was auch immer. Das zieht bei mir nicht. Ich habe meine eigene Meinung, ich halte meine Fresse bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Aber wenn du deine Köter nicht an die Leine halten kannst, dann packe ich auch aus, dann werde ich auch emotional. Der Einzige, der da korrekt geblieben ist, der wirklich versucht hat, sachlich zu bleiben, ist Ali. Ich hätte mich auch gern mit denen unterhalten. Auf einer normalen Ebene, auf einer Augenhöhe. Aber ich setze mich doch nicht hin und höre mir von irgend so einem Duri-Schwanz, der über 30 Jahre sein Leben lang nichts gerissen hat, der nichts zu fressen hat, der versucht hat, Musik zu machen, die gescheitert ist und jeden Tag hier auf TikTok bettelt, auf die Knie geht, wie ein Hund macht, werde ich mir doch nicht anhören müssen, dass ich eine Fotze bin. Von einem Yusuf, den niemand kennt. Wer bist du denn? Du versuchst gerade auf irgendeinen Schwanz drauf zu springen. Du bist der Meinung, ich bin am Lutschen. Okay, kein Problem. Wie bin ich denn an die ganzen Kontakte geraten? Weil ich ein unkorrekter Mensch bin? Warum habe ich so viele Kontakte? Warum habe ich so viele Freunde? Warum habe ich so viele Menschen, die mich lieben? Mich interessiert diese Social-Media-Welt nicht. Es ist mir scheißegal. Aber ich lasse mich nicht in der Öffentlichkeit bloßstellen. Das wird keiner von euch schaffen. Und egal, wer ein Problem mit mir hat, weiß, wo ich wohne. Und ich schwöre, das ist nicht 1% von dem, was ich auspacke, was ich auspacken könnte. Ich will keinen damit belassen. Arafat ist nicht in die Öffentlichkeit gegangen und hat gegen mich geschossen. Hat er nicht. Deswegen habe ich nicht das Recht, über ihn zu reden. Ich will das Thema nicht groß machen. Ich will auch nicht, dass es heißt am Ende, ja, Nabil macht sich wichtiger als er ist. Weißt du, ich bin ein ganz normaler Mensch, der seine Ruhe haben will. Ich habe mich auf die Sache eingelassen, was ich bereue im Nachhinein.
Barilo hat mich drum gebeten. Ich wollte den Jungen was Gutes damit. Er sorgt für unsere Unterhaltung. Er ist jeden Tag auf TikTok. Am Ende des Tages, egal wie, man kann auf den Jungen nicht sauer sein. Okay? Aber ich habe mich auf sein Wort verlassen. Er hat zu mir gesagt, ne Billy, wir gehen später live. Sag, was du auf dem Herzen hast. Ich sag, was ich auf dem Herzen hab. Wir machen das Thema zu. Wir machen das Thema nicht größer, als es ist. Aber dass irgendwelche kleinen Fotzen sich da hinsetzen und versuchen, anfangen, mich zu beleidigen, um krass zu wirken für die Außenwelt, das lasse ich nicht mit mir machen. Wallah. Das ist nicht korrekt.